Wenn ihr diese Hintergrundgeräusche hört, sitzen gerade zwei Leute auf einem Bett. Ja, das ist sehr, sehr, sehr alt anscheinend, so wie das knattert. Ihr seid beide fett mit Marv. Okay, ab zu Geist. In der Gezeitenhöhle. Beziehungsweise da müssen wir durch. So, hier ist auch ein schönes Gehen. Wenn ihr abwartet und es gut abpasst, könnt ihr vor der Flut rein und wieder raus. Okay. Die Gegner sind sehr mies hier. Wir gucken erstmal alles durch. Okay, hier ist nichts. Spiker, Speaker, keine Ahnung. 318. Haben wir auch den Barbar? Okay, das erklärt alles. Wir haben ein Donnerschwert. Hier ist ja nichts. Eine Truhe. Du findest Fischkopf. Sehr schön. Hebt Intelligenz. Hier ist auch nichts. Oh mein Gott, können die... Ja, egal, wir töten sie einfach. Bombensamen verteidigt. Himmel tief. Oh nein, ich schwere von Höhen. Wehe, wehe, alle ruhig bleiben, Leute. Pecco. Brav. Er hat viel AP. Bombensamen ist verärgert. Bombsamen ist tot. Schläfchen. Schlauer Attacke, oder? Keiner wird verwirrt. Vor allem nicht Rü. Nein! Ganz ausgerechnet der verwirrt, der alle töten kann. Oh mein Gott. Süß. Sachen, die ich hasse, Teil 6. Gezeitenhöhle. Los, Pecco, töte ihn. Bitte töte ihn. Mach keinen Scheiß, Pecco, töte ihn. Oh ja. 134 PS, gar nicht. Okay, wir merken uns. Wir müssen diese scheiß Echsen zuerst töten. Wie gesagt, die Echsen sind nicht das Problem, sondern eher, dass Rü verwirrt wird. Ich weiß ja nicht, wo es weitergeht und wo nicht. Müde. Töten. Mysteriöse Höhle. Toll, du Penner, wen hab ich die Truhe nicht geholt? Ich darf nochmal zurückgehen, ey.
Egal, gehen wir erstmal hier runter, gucken mal, hier ist auch noch eine Truhe. Ja, da muss es eigentlich rausgehen. Oder so. Du fandest einen Dornring? Donnerring? Schutz vor Violette. Vergiss es, ich will die nicht. Du kriegst gar. Geist macht keine Elektro-Taten. Geist, nicht Geist. Stirb. Oh mein Gott, wie stark.